Und für Ilse-Marie Wallis aus Iserlohn-Dröplingsen war der vergangene Samstag einer der schönsten Tage in ihrem Leben. Denn sie hat ihren Geburtstag gefeiert und ihre Lieblingsband kam und gab ein Privatkonzert. Das ist selten genug. Und die Lieblingsband, die sehen Sie da, das sind die Bergkameraden. Volksmusikfans werden Sie vielleicht kennen. Fesche Jungs aus Bayern. Und sie kamen tatsächlich für ein ganz persönliches Ständchen. Denn mit ihrer Musik haben sie Ilse-Marie Wallis einmal über eine sehr schwere Zeit hinweggeholfen. Egal was passiert, ich bin dir mein Gott. Ich hol dir. Diesmal sind es Tränen der Rührung. Ilse-Marie Wallis gehen die Stimmen der Bergkameraden unter die Haut. Diese Lieder halfen der Iserlohnerin über einen Schicksalsschlag hinweg. Zusammen mit ihrem Mann hörte sie die Bergkameraden zum ersten Mal in Bayern. Es sollte der letzte gemeinsame Urlaub sein. Bis vor 2,5 Jahren hatte ich jemanden an meiner Seite, der mich immer dann an die Hand nahm, wenn es nötig war. Nun stehe ich alleine hier, aber ich glaube, mein Mann wäre sehr stolz auf mich, dass ich jetzt hier wirklich den Mut habe, hier oben zu stehen. Dass ich mein Leben wieder so einigermaßen in den Griff bekommen habe, verdanke ich natürlich zuerst meiner Familie und guten Freunden, aber auch einen sehr großen Anteil haben die Bergkameraden. Sie sind inzwischen, da bin ich ganz stolz, meine besten Freunde geworden. Dass die erfolgreichen Sänger einmal auf ihrem Sofa in Dröplingsen sitzen, das hätte sich Ilse-Marie Wallis, die von allen nur Ille genannt wird, niemals vorstellen können. Im Leben nicht. Im Leben überhaupt nicht. Ich muss mich auch immer noch kneifen lassen, weil ich glaub's nicht, was mir da passiert im Moment. Nicht wirklich. Also es ist wirklich für mich ein Traum in Erfüllung gegangen. Alles fing damit an, dass Ille den 7 Jungs einen Brief geschrieben hat, wie sehr ihr die Musik in der Zeit der größten Trauer um ihren Ehemann hilft. Dann hat Matthias einen Brief von Ille hat mir vorgelesen und so, und ich war hin und weg. Ich habe mir gedacht, das ist Wahnsinn. Und einfach auch so die, was emotional sich da getan hat, dass man mit Musik einfach den Menschen so viel Freude machen kann und vor allem dann auch so die persönlich berührt, ja. Es folgte eine persönliche Einladung zum Besuch in Bayern. Ille Wallis nahm sie an. Für die Bergkameraden ist Ille längst mehr als ein gewöhnlicher Fan. Und das gibt der Iserlohnerin neuen Lebensmut. Ich denke, sowas passiert einem im Alter sehr, sehr selten, dass man diesen Spaß noch haben kann und diese Freude am Leben wieder durch diese Musik eben wieder bekommt. Ne? Das ist eben mein größtes Problem gewesen, dass ich diese Einsamkeit vorher und dann, jetzt habe ich eine Aufgabe, ich mache den Fanclub. Seit einem Jahr kümmert sich Ille um andere Anhänger der Bergkameraden und den Internetauftritt. Doch zu ihrer Geburtstagsfeier kommen vorwiegend Menschen, die diese Musik noch nie gehört haben. Die Sänger haben Ille das Privatkonzert in der Dorfhalle Dröplingsen geschenkt. Sag mal, wenn man nur ein Heimspiel macht, also ein Konzert gibt, wo jetzt nur die eigenen Fans da sind, dann ist das natürlich einfach. Aber man will ja auch neue Leute mit der Musik begeistern und das macht es interessant für uns. Wir ziehen alle am gleichen Strand, am gleichen Strand, am gleichen Strand. Ist mancher Weg auch noch so lang, es wird uns im Herzen übers Wahr. Für Ille ein Highlight ihres Lebens. Ganz bestimmt. Die Frau hat sich so gefreut und so viel Herzblut reingesteckt, um das alles auf die Beine zu kriegen. Es ist einfach nur grandios. Es dreht sich seit Wochen, seit Monaten eigentlich nur noch darum, für uns alle, nicht nur für sie. Das ist schon eine Hausnummer hier, die wir. Das macht man ja auch nicht jeden Tag sowas. Ich habe sehr viele Rückmeldungen bekommen, dass alle sehr begeistert sind. Selbst Leute, die sich für diese Musik nicht interessiert haben, sind so begeistert. Und das ist für mich super toll und freut mich für die Jungs. Für Ille Wallis ist es eine unvergessliche Geburtstagsfeier. Die Musik der Bergkameraden hat sie verändert und ihr die Freude am Leben zurückgebracht. Nur da will ich mich ganz